Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Schnappenbach im LS19 am Freitagmorgen. Einen wunderschönen. Ja, ihr seht, wir haben Tag. Ich habe eine Nacht vorgespult, deswegen war auch ein bisschen weniger Geld. Und ich habe uns etwas platziert. Da hinten seht ihr schon. Schröder ist back in the business. Ich habe uns einen Hund hin platziert. Weil der hat ein bisschen gefehlt, hatten wir schon länger nicht mehr. Oh, ganz fein. Ganz fein. So, dann gehen wir mal ein bisschen Futter hier. Hier Frühstück. Oh, Ball rollt weg. Egal. Wir lassen den Ball einmal da liegen, wo er war. So, gucken wir mal ganz kurz auf unsere Felder, wie die denn ausschauen. Im Wachstum. Ja. Haben wir irgendwelche anderen Felder? Nee. Bis auf die Wiesen ist alles im Wachstum. Ich hoffe mal, die Röhre sind die Wiesen reif. Oder da laufen wir jetzt mal schnell rüber. Die da drüben wird wahrscheinlich noch nicht reif sein. Und die haben wir ja erst irgendwann um 0 Uhr gemäht. Nee, die ist auch noch im Wachstum. Das ist auch noch richtig. Aktivieren wir ganz kurz Gras. Wo ist Gras? Da, Gras. Oh, die sind reif, das ist schön. Da haben wir immerhin eine Aufgabe. Und ich habe auch ein unter Verfügung ist kleineres Pack von Traktoren mit reingenommen. Kann ich mal ganz kurz zeigen, weil wir haben ja keinen kleinen Traktor zum Wenden und so weiter. Ich glaube, die sind hier mit drin. Ah, genau, hier sind sie. Und zwar so einen kleinen Deutz Agrotron. Was ist es? Ein 6160 ist, glaube ich. Der ist zum Beispiel, wäre zum Beispiel was mit auch ein paar, dem einen oder anderen Konfi-Block. Geht bis 210 PS, standardmäßig 166. Können wir uns als so kleinen Hoftraktor, glaube ich, kaufen. Momentan nicht, da fehlen uns so knappe 110.000. Ja gut, ne? Und wenn wir mal gucken, ob wir dann nach der, wenn die Ernte jetzt vorbei ist, irgendwas kaufen können. Verkaufen können, so meine ich's. Damit wir. Oh, ist gerade heller geworden. Ja moin. Wo ich jetzt stehen geblieben, genau. Damit wir uns einen kleinen süßen Traktor kaufen können. So, wir beginnen jetzt gleich mal mit denen Mäharbeiten. Nehmen wir natürlich wie immer unseren wunderschönen Glas Xerion. So, zack. Oh, wie brav er dran hockt. So, ich weiß jetzt, ist hier drin noch Licht an? Ja, ja, hier drin ist noch Licht an. Ah, jetzt hat er. Ah, ich bin richtig rum reingefahren. Gut, ich hatte schon Zweifel, dass wir es anders schon mal angestellt haben, aber geht auch baller. Da habe ich jetzt minimal den Schwader zur Seite gedrückt. Ganz knapp kommen wir hier raus, aber geht. Dann fahren wir mal runter, rüber zum Feld. Aber keine Sorge, der Johnny, der wird vorerst wahrscheinlich dann noch bleiben. Aber für so kleine Arbeiten ist der, finde ich, auch einfach zu groß, weil der hat knapp 200 PS auch. Also klein ist der nicht. Nicht zu weit reinfahren, wir fahren dann irgendwie was kaputt. Auf der Stoppenbau auf jeden Fall. So. Tut mir leid, Leute, dass wir schon wieder mähen, aber wir haben tatsächlich nichts anderes zu tun. Ich habe nie, glaube ich, dass es auf jeden Fall eine gute Idee ist. Und zwar habe ich mir gedacht, immer ein bisschen schneller zu Geld kommen. Und oh, ei, 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 ging, das ging noch, alles gut.
wir ja hier das Gras im Prinzip nicht gut verkaufen können, oder wir können es verkaufen, kriegen aber nicht viel Geld dafür. Habe ich mir gedacht, dass wir uns, kann ich mal ganz kurz zeigen, und zwar eine Wickelkombi mieten. Wohlgemerkt, mieten, wir kaufen können wir uns leider nicht. Ballentechnik. Mal gucken, wen wir denn da drin haben alles. Guck mal, die kostet 5000 in der Miete, so wie sie jetzt ist. Die 3000, okay, die ist ein bisschen billiger. Obwohl es jetzt, ja, gut. Aber ich würde dann tatsächlich die vom Vicon DLC, Vicon Ferneland und Vicon DLC nehmen, also die hier von Vicon. Wenn wir es so machen, ich weiß nicht, kommen wir da billiger raus? 1000? Oder warte denn mal? Wir haben ja eine Presse. Im Prinzip brauchen wir nur einen Ballenwickler. Aha, mir ist gerade mal eingefallen. Den haben wir drin. Guck mal, der kostet 2000 in der Miete. Ich glaube, das wäre eine ganz gute Idee, wenn wir das so machen würden. Ja, das machen wir auch so. Wir mieten uns den Quaderballentwickler. Für was halten wir uns jetzt? Ist mir jetzt auch gerade eingefallen, dass wir ja schon eine Presse haben. Das heißt, so, jetzt hat er das so. Wir brauchen ja nur den passenden Wickler dazu und nicht eine ganze Presskombination. Ich muss nur noch gucken, wo wir sie verkaufen, aber soweit ich weiß, am Ballen verkaufen. Der ist wahrscheinlich, glaube ich, unten beim Landhandel. Oder ist das der Landhandel? Ja, ist der Landhandel hier unten. Hier ist, glaube ich, irgendwo der Ballenverkauf. Glaube ich mal zu wissen, beziehungsweise zu gehört zu haben. Aber ganz sicher bin ich mir jetzt auch nicht mehr. Wir testen es einfach mal aus. Oder gucken wir mal, ob der da unten ist. Der Walter ist voll. Ja, darum kümmern wir uns gleich. Wir fahren ganz kurz mal in Xerion hier auf die andere Seite. Dann schauen wir mal ganz kurz dahin. So, haben wir ein bisschen Radio angemacht hier. Ja. Okay, der hintere Anhänger ist so gut wie noch leer. Das heißt, das bringen wir locker runter. Der hat auch nicht mal allzu viel. Er steht zwar nur überall so ein paar kleine Reste rum. Aber die werde ich dann offline wahrscheinlich abernten, den Resch. Aber wir sind auf der falschen Seite. Weil wenn wir nochmal zukünftig ein paar Schweine haben wollen, da ist es dann natürlich auch wichtig, dass wir das passende, die passenden Kartoffeln haben. So, und Blätter nochmal brav. Hallo? Cool. Der war losgefahren. So. Okay, der ist leer, das passt. Oh, alles gut, wir fahren schon weg. Ich habe eine Ladung Kartoffeln oder eine halbe auf jeden Fall passt noch rein. Möglich vielleicht sogar der Rest. Ich stelle jetzt einfach mal hier ab. Hier steht, das passt. So, das sind wir wieder. Oh nein, er ist ausgegangen. Kein Problem. So, weiter geht's. In das gute Gras drin. Die kleine Holzbrücke da hinten beim 17er schon. Ich weiß gar nicht genau, für was die da ist. Ist die eine Verbindung von Wiese zu Wiese?
Oder, ich glaube schon. Das sind halt so kleine Wege über diese Gräben hier halt drüber, weil sie überall verteilt sind. Ja, ja, das sehen ja die Bienenfreunde und so weiter gar nicht gerne, dass ich hier die Blümchen ummähe. Aber die stehen ja alle danach gleich wieder auf. Dieser eine Baum ist ein bisschen weit in unserer Wiese drin. Habe ich so das Gefühl. So. Ja, das mit dem Glasmüll geht schon eindeutig schneller auch. Hat einfach, glaube ich, 9 Meter Arbeitsbreite. Oder 8. Und das normale Pöttinger Strich schon übermalte oder umgeskinnte John Deere ist auch nicht viel breiter. So. Und das Alpine DLC oder Add-on, wie auch immer man sagen will, ist jetzt tatsächlich auf Amazon als Box vorbestellbar. Wird dann natürlich pünktlich am 12. November für jeden geliefert. Ja, ah, jetzt hat's auch. Ich glaube, da ist noch was an. Jetzt ist es aus, okay. Ich glaube, ich bin vorhin mal entweder auf Steuerung X oder Steuerung C oder irgendwas gekommen. Und dann hat es das aktiviert. Oder? Ja, okay, passt alles. CP funktioniert aber im Xerium hier leider nicht, weil er halt eben IC dafür hat. Ist eigentlich alles. Was kann man eigentlich alles machen? Alles Fronthydraulik, Dachluke, gibt's keine. Scheibe. Und das ist der Sitz. Was ist das denn? Ein Handy? Ich glaub schon. Ah, viel mehr hat er gar nicht. Was findet ihr eigentlich besser, IC oder Simple IC? Also ich muss sagen, ich finde eigentlich beides nicht schlecht. Also von dem her, also es funktioniert beides nicht mit CP. Das ist schon mal voraus. Weder das eine noch das andere funktioniert mit CP, ohne dass es rumpackt. Oder beziehungsweise der Mauszeiger rumbackt, sagen wir so. Weil an sich, glaube ich, würde es funktionieren, aber der Mauszeiger ist halt das Problem. So. Alter, der Weg ist ganz schön schmal geworden, muss ich sagen. Eine
Bäume hängen uns teilweise immer fast bis in die Mitte von der Kabine rein. Das ist nicht so angenehm. So, ich muss mal gucken, dass wir nicht so steil ranfahren, ansonsten bleibt wieder was stehen, weil das Mähwerk dann auch in der inneren Seite zu hoch angehoben wird. Und dann bleibt da was stehen, was wir natürlich nicht wollen. Ich komme immer auf, wenn ich wieso, ich komme gerade nur auf die linke, auf den rechten Maustaste. So, dann haben wir hier noch ein bisschen was stehen. Okay, wenn wir um die Kurve rumfahren, dann fahren wir immer ein bisschen was zusammen. Sieht man dann daran, dass hier eben so dieses die restlichen Graspflänzchen oder Halme noch stehen. Wo also symbolisieren, Junge, du hast da was platt gefahren. Eine Bahn wird es noch sein. Oder höchstens zwei. Und dann haben wir das Mähen auch schon wieder fertig. So, perfekt. Dann haben wir alle unsere Wiesen, die auf jeden Fall reif sind, abgemäht. So, Mähwerke ausschalten, zusammenklappen und dann können wir auch schon wieder zurück zum Hof. Natürlich werden wir auf der Straße fahren, eine Rundumleuchte an. So, ja, da kommen wir noch raus, bevor das Auto da ist. Oh, Betonmischung, wenn wir ein bisschen nach rechts, weiter rechts bleiben. Die Frage ist, sollen wir es gleich mähen? Die Frage ist, kann man es schon mähen, oder? Oder wollen wir es wachsen lassen? Oh, es ist gerade gewachsen. Ist es jetzt reif? Oh, es ist reif geworden. Ja, das ist geil, no? Gucken wir nochmal ganz kurz. Feld 77 ist drauf. Was ist da eigentlich drauf? Luzerne. Was kann man mit Luzerne machen? Und die dreschen? Warte mal, das ist dieses Symbol. Ganz kurz gucken. Da. Luzerne frisch. Lantern. Mhm. Luzerne Heu. Okay. Kann man das mähen? Seine Silage. Okay, wir können es aber auch häckseln. Okay. Das steckt fest. Ach Gott. Was ist auch mit deinen Bäumen, ne? Oh. Hallo, oh, jetzt hat er sie. Nee, nein. Alter. Hat er jetzt auch ganz schön verkeilt hier. Jetzt bleibt doch. Was ist eigentlich ein Baum? Bleibt doch mal stehen. So, ziehen wir dich hier raus. So. Und du bleibst jetzt auch hier draußen. Ach, weißt du was? Den Rest kann ich auch genauso gut selber machen.
müssen wir vorher noch unseren Xerion aufräumen. Beziehungsweise an die Wiese ranfahren. Da tut mir leid, der Autofahrer, aber ich muss hier ganz kurz wenden. So. Ja, warte mal, wir warten, lassen den ganz kurz mal stehen, damit wir endlich mal das Kartoffelernten abschließen können. Pflänzchen kann ich auch selber noch mal schnell abfahren. Und habt ihr mir auch mal ein bisschen was vom Kartoffelernten gesehen, das ich selber gemacht habe. Den Rest, die kleinen Restchen da hinten werde ich dann offen noch mal fertig machen. Weil in der Aufnahme, glaube ich, wird das ein bisschen zu langweilig. Aber ich werde die Mission dann natürlich erst abschließen, wenn ihr wieder dabei seid. Weil dann seht ihr, dass ich sie auch wirklich abgeschlossen habe. Und nichts gecheatet. Eine Bahn bzw. zwei Reihen und dann haben wir den größten oberen Teil hier abgeschlossen. Dann fahre ich halt hier noch mal ein paar Mal rauf und runter. So, wir gehen jetzt aber wieder zurück zum Xerion, damit wir hier auch mal wieder weiterkommen. So, runterlassen. Da rinnen den Spaß. Mal gucken, was kann ich das mähen? Ah, ich kann das mähen, okay. Ich glaube, ich habe eine gute Idee. Wir mähen das Zeug einfach. Was ist denn das noch mal? Was haben wir auch mit dem Silage? Wird dann auch zu Silage. Aha. Ich glaube, das ist gar keine schlechte Idee. Ich hoffe mal nur, doch. Pressen muss man es ja können, weil das vorher mal, haben wir ja gesehen an dem Bild vorhin, dass das ein Heuballen war. Und beziehungsweise ein Ballen in Heuform. Ja, dann müssen wir das eigentlich schon pressen können und dann wickeln. Und dann können wir es eigentlich ganz gut für gut Kohle hoffentlich mal verscherbeln. So, hier diese enge Kurve oder Ecke. Fahren wir dann nochmal hoch und haben wir den unteren Teil hier schon fertig. Und dann ist hängen wir. So. Ganz kurz am Gehsteig hängen geblieben. Aber ich hab's retten können.
3 Bahnen knapp. Oh, das hat sich richtig gelohnt, die Bonne muss ich eh schon gleich wieder ablassen. Aber wir haben es angehoben. Ja, 2 Bahnen ist sie nicht ganz ausgegangen, haben wir aber schon gedacht. Die Bonne wird dann eh wieder noch ein bisschen breiter. So, Mähwerk hoch und dann machen wir uns morgen daran, die Luzerne hier abzumähen und dann zu pressen. Denn für heute sind wir auch schon wieder fertig, liebe Leute. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen, wäre natürlich sehr nett. Und ansonsten sehen wir uns morgen zu einer weiteren Folge hier auf der Stappenbach im LS19. Und bis dahin, Leute, haut rein und ciao, ciao. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star.